Moin ihr Lieben, jetzt wurde es ja auch mal langsam wieder Zeit, ne? Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Ganz leichte Geschichte, ich hatte 2 Wochen Urlaub, die allerdings schon wieder ganz schön schnell rum sind. Gab aber eine Menge Neues. Zum einen dürft ihr zum ersten Mal den Flyer von meinem neuen Album sehen, von meiner Band Skinner Alive. Einen Moment. Das heißt, wenn euch dieses gute Stück, ich halte es mal in die Kamera, demnächst irgendwo auf irgendeinem Festival oder so entgegenkommt, dit bin ich. Und wie gesagt, meine Band, die heißt Skin Her Alive, nach dem Klassiker von Dismember, also Oldschool Schweden Death Metal. Wenn ihr Fan seid von Oldschool Schweden Death Metal, glaubt mir, das wird euch gefallen. So, genug Schleimwerbung für eigene Sache. Ich freue mich heute ganz besonders, nicht nur, weil ich jetzt gut erholt bin und 2 Wochen Pause gemacht habe. Ansonsten wird nämlich demnächst wieder jeden Sonntag eine neue Folge kommen. Also wenn ihr Metal-Fan seid, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Und ja, was mache ich hier? Mein Name ist Scholl, ich bin Musiker, spiele in einer Death-Metal- und einer Black-Metal-Band, produziere ab und zu auch mal andere Bands, beziehungsweise mache Mastery-Mix. Und wenn es um, ich sag mal, härteren Metal geht, seid ihr bei mir schon ganz richtig. Privat stehe ich eher so auf Black und Oldschool Death Metal, aber genau das ist das Coole an meiner wöchentlichen Serie. Ich versuche immer was für mich selber zu entdecken oder ich sage manchmal schon fast, um mich zu quälen, weil ich bin ja mittlerweile auch schon 45 und da wird ja immer gesagt, dass man im Alter immer nur noch das Gleiche hört und Neues gar nicht mehr gut findet. Und genau deswegen freue ich mich heute besonders auf die heutige Sendung, denn ich habe eine Band gefunden, die habe ich vor 6 oder 7 Jahren das erste Mal von gehört und da habe ich gedacht, Jesus, das ist ja fast schon so ein bisschen Metallica mit einem jungen, guten, ja, ich will nicht sagen James Hetfield, aber obwohl schon einer, der auch gut normal singen kann. Moderner Sound, tolle Produktion, ja, und was für eine Überraschung, Schweden. Aber genau deswegen mag ich sie und freue mich heute auch, ihr neues Album, ihren neuen Track Decent vorstellen zu dürfen. Weil eben sie nicht so klingen wie jetzt in Flames & Co. Da würde ich eher sagen, und ja, das kennt ihr leider auch schon, wieder mal willkommen, das ist Tinker. Wenn ihr selber Katzen habt, ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber meine Katze hat das perfektioniert. Sie ist immer dann da, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Tinker, komm, hier, aber jetzt schnuppert sie. Vielleicht hat sie euch ja auch vermisst. Wie gesagt, ist ja auch schon wieder 2 Wochen her. Sie sucht, glaube ich, diese Verpackung. Ihr erinnert euch vielleicht ans letzte Video mal, beim letzten Mal, da hat die da mit der Verpackung rumgespielt. Nicht lang schnacken, Orbit Culture, darum geht's heute. Neues Album raus. Das neue Album, das heißt, laut mir mal schauen, Decent heißt ja jetzt das Video. Aber wer heißt denn das neue Album? Weil das Witzige ist, ich habe es ja gestern noch gehört, aber erstens, wie gesagt, ich bin im Urlaubsmodus, da bin ich dann auch nicht immer so fix dabei und da Tinker sowieso noch Bock hat, sich anscheinend euch nochmal zu präsentieren. Oh, ich frage mich immer noch, was gewesen wäre, wenn ich einen Hund hätte. Aber dieses Album heißt doch Decent, meine ich doch. Deswegen war ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen irritiert. Decent, tolles Album, ist raus auf Spotify und Co. Ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Ja, dann würde ich vorschlagen, wie gesagt, lassen wir mal die Musik von den Schweden für sich sprechen, denn das kann sie. Und für jeden, der sagt, naja, ich war schon mal auf deinem Kanal, da ist so Black Metal, Death Metal. Nee, für mich ist das so die neue Generation moderner Metal. Hört bitte rein, auch wenn ihr nicht ganz so jetzt immer auf die Fresse wollt. Denn das können die zwar auch, aber das ist nicht deren Stärke, ganz klar. Und deswegen freue ich mich jetzt auch. Wie gesagt, ich habe den Track, diesen übrigens bewusst noch nicht gehört, weil ich wusste, da gibt es das Video von vom Albumtrack. Das heißt, ich habe die anderen Songs reingehört, aber das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Und ich bin gespannt. Ne? Ja. So, auf geht's. Orbit Culture. Decent. Das Video macht schon mal einen modernen Eindruck. Ja. Boah, geil. Ja, fetter Sound. War eine Überraschung, die schwedische Band, fetten Sound, aber ich meine so einen fetten, modernen Sound. Video ist cool. Oh, er hat lange Haare. Ich kenne ihn noch mit kurzen Haaren. Boah, cool. Der Stil von dem Video gefällt mir. Boah.
geiles Picking von der Gitarre. Generell, Sound haben die Schweden immer geil. Also, wir machen Orbit Culture keine Ausnahme. Aber auch so das typische Riffing immer, ne? Nicht zu melodisch, immer so ein bisschen so Machine Head-mäßig, würde ich sagen. Also alte Machine Head. Oh, Spaghetti. Ja, das live kommt das bestimmt mega gut. Also, das kloppt, Holzen kloppt am dollsten. Geile Double Bass. Oh, in diesem Video geht es offensichtlich um Spaghetti. Ist hier die ganze Zeit immer einer um Spaghetti fressen. Ah, ich ahne was. Schöner Breakdown. Boah, geil. Das sind richtige Riffs zum Headbang. Cool. Wir achten auch ehrlich drauf, nicht zu schnell. Also es ist eher ein bisschen ruhiger, finde ich. Also das ist nicht so ein Geknüppel. Wie ich schon sagte, das kann man auch Leuten vorspielen, die jetzt nicht jeden Tag voll immer auf Head und Metal stehen. Meine Keyboards hatten sie immer schon, aber jetzt ein bisschen Piano. Offensichtlich ist er mit den Spaghetti durch. Das ist cool jetzt. Schön ruhig. Wie gesagt, das kommt auch bestimmt live richtig gut, der Song. Wow. Ich vermisse sein Klingengesang. Ich habe bis jetzt noch gar nicht Kling gesungen, weil das war eigentlich so, wofür ich die Band in Erinnerung hatte, aber ich lasse mich mal überraschen. Dafür kann er auch richtig geil schauten. Was hat er drauf? War's das schon? Tatsächlich. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Jetzt gib mir mal ein paar Sekunden zum Sammeln für mein bekanntes Fazit. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, überrascht. Also ich habe ja schon das Album gehört, wie gesagt. Und ich kenne auch die anderen Alben und auch deren ersten Hit, wenn ich das so nennen darf, Saw. Das war das erste, was ich gehört habe. Den Song höre ich heute noch regelmäßig gerne, weil der auch noch mehr auf den Punkt kommt. Aber ich mache es ganz kurz. Das habe ich vermisst. Das hat die damals so unfassbar gut gemacht. Den Clean-Gesang. Ich weiß nicht, warum er nicht aufgetaucht hat. Ob man vielleicht einfach gesagt hat, okay, so als Auskopplung für so ein Video nehmen wir mal den Herzenssong, wo kein Clean-Gesang drin ist. Jetzt muss man natürlich sagen, im Zeitalter von Metalcore-Bands oder selbst Deathcore-Bands haben wir mittlerweile auch für oft Clean-Gesang drin. Ist es sicherlich wieder back to the roots. Ich persönlich muss aber sagen, finde die Orbit Culture, weil er ja gut singen kann, deswegen ja so cool. Aber ich werde mich hier nicht hinreißen lassen und das irgendwie den Song jetzt um Gottes Willen schlecht zu reden. Im Gegenteil, ich muss ganz sagen, hat mir sehr gut gefallen. Wieder mal super Produktion, tolles Video, super sympathische Jungs sowieso. Also ne, die sind ja generell auch auf Festivals gern gesehener Gast. Und ja, von mir war es das von heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und hoffe, habt ihr mich allzu doll vermisst. Ich verspreche euch, nächsten Sonntag geht es wieder weiter und ich habe auch jetzt schon einer meiner Lieblingsbands werden dann kommen und glaubt mir, es wird wahrscheinlich etwas um diese Band auf meinem Shirt gehen. Also seid gespannt. In diesem Sinne, haut rein.